Okay, fangen wir mit Helena an. Sie sagt, Sie würden die Zukunft kennen. Mein Ehemann hat mich aus einem ganz einfachen Grund verlassen. Kommen wir zu Helenas Ex-Mann, Alfie Shepridge. Ich habe eine Frau kennengelernt, mich in sie verliebt und wir werden bald heiraten. Sie ist Schauspielerin! Ich war die Tochter von dem Ober-Alien, aber von der anderen Galaxis. Ja. Helena wurde zur offiziellen Last ihrer einzigen Tochter Sally. Ich habe schon einmal geliebt. Oh nein. Nein, Mutter. Sally, verheiratet mit Roy. Wie geht's, Roy? Was macht er? Der hat gerade seinen neuen Roman fertig. Wie oft willst du diese Kapitel noch schreiben, um sie danach zu zerreißen und dann wieder neu zu schreiben? Roy hatte nur noch Augen für Dia. Versprechen Sie mir eins, ja? Dass Sie nicht plötzlich anfangen, das Rollo runterzulassen, wenn Sie sich ausziehen. Ein gut aussehender Fremder tritt in Ihr Leben. Er hat einen Buchladen für Okkultismus. Eine Frau verstarb neulich. Er hat mich wegen einer anderen verlassen. Nein, einer Verstorbenen. Tja. Ich bin so dermaßen in meinen Chef verknallt. Du arbeitest in der Top-Galerie. Sie erwähnten, wie sehr Sie Donizetti verehren. Wir könnten gemeinsam dahin. Ich bin so verwirrt, wenn ich doch bald heirate. Warum gehe ich auf den Flirt ein? Crystal sagt, ich existierte im elisabethanischen England. Oh. Oh. Habe ich eine hoffnungsvolle Zukunft?